So, jetzt zeige ich mal den zweiten Teil von meinem kleinen Kästchen, was ich mit dem Raspberry Pi gebaut habe. Und zwar kommt heute der Teil mit der total mobilen Version. Also ich bin nicht mehr an irgendwas gebunden. Und ich habe hier in dem Raspberry Pi Gehäuse zwei Schnittstellen. Einmal ist es eine Tastatur, der mit diesem Dongle da angesteuert wird, Tastatur, Dongle. Und zweitens mal habe ich eine serielle Schnittstelle eingebaut in das Kästchen hier und kann ich mich mit dem Raspberry Pi verbinden und dann eine serielle Schnittstelle nochmal zusätzlich aufmachen. So, geräuspert genug, ich schalte jetzt mal das Telefon ein. Ja, jetzt muss ich hier noch, dass das Gerät bootet, den Akku mal bewegen. Der Akku. Und jetzt sieht man schon im Handy, dass hier die Fehlermeldungen durchgescrollt werden. Das ist ganz praktisch. Alles, was an Meldungen und Fehlermeldungen kommt, kommt jetzt aus Handy, während auch hier der ganz normale Bootvorgang in dem Kästchen angezeigt wird. Ja, ich kann mich später dann auch noch über die Tastatur verbinden. Das zeige ich aber gerade, aber eigentlich ist es gar nicht nötig, wenn man Handy dabei hat, braucht man also keine Tastatur, wenn man so mal unterwegs ist. Jetzt warten wir wieder das Übliche auf die Schnittstelle, dass eine Ethernet-Schnittstelle gefunden wird, die aber die nicht vorhanden ist. Habe ich mich vertippt. Ich habe jetzt ein Login hier. Und da unten habe ich so schöne Tasten, M1 bis M7. Mit M1 bis M7 habe ich jetzt diese neuen Apps belegt von dem Raspberry Pi hier. Und da fange ich mal vorne an. Bitcoin. Jetzt wird hier Live Bitcoin aus dem Internet abgerufen. So, ich muss auch mal den Webcam neu starten. Ah. So, Bitcoin, das ist jetzt von heute. Was haben wir heute für ein Datum? Das läuft ja heute alles schief. 18. oder was? Am 17. glaube ich, haben wir heute. 17.04. So, jetzt, wenn ich das beenden will, dann brauche ich ja ein Steuerung C normalerweise. Und das geht hier. M7 ist Steuerung C, habe ich belegt. Dann bricht er das ab und springt wieder in das normale Menü. So, jetzt machen wir M2. Fortune, das sind diese Sprüche, die man vielleicht auch schon mal gesehen hat bei apt-get oder sowas oder aptitude. Da ist auch Fortune dabei. So, ich mach mal zack, Enter. Jetzt holt er sich also aus dieser Fortune-Datei so einen Spruch. Es liegt in der Natur der Hypothese, dass sie einmal gefasst alles und jedes als Nahrungsstoff an sich reißt. An sich reißt. Lawrence Sterne oder sowas. Also auch für die Sprüche kann ich nichts. Aber dass es Sprüche anzeigt. Und zwar jedes Mal einen anderen. So, durch mal wieder Programm beenden. Dann kommt das nächste. Webcam, die habe ich jetzt gerade gestartet. Ich hoffe, dass es schon da ist.
Ich drück Webcam. Wir werden es sehen, sonst müssen wir halt mal nochmal anders. Ja, also das ist das Bild da hinten aus dem Fenster raus. Das ist jetzt auch live aufgenommen. Ich breche wieder ab. Dann nehmen wir das nächste. Den Stromverbrauch, den ich gerade habe. Da ist noch irgendwas schief gelaufen. Da wird im Moment nicht aktualisiert, aber es liegt nicht an der App, sondern am Server. So, brechen wir das ab. Ja, jetzt kommen wir Twitter. Nehmen vorher die IP-Adresse, die ich gekriegt habe. Kommt drückt die IP-Adresse. Das ist also die interne zu Hause 192.168.1.12 und dann unten drunter die richtige E-Mail-Adresse für Internet. So, jetzt kommen Twitter, weil das dauert ein bisschen länger. Twitter können wir hier starten. Und zwar, jetzt sieht man hier, ich habe vergessen, ich muss das erstmal beenden, wieder das Programm, sonst kann ich kein neues starten. Soweit sind wir ja noch nicht. So, jetzt Twitter. Das ist der Twitter-Client. So, ich starte jetzt dieses Perl-Skript Twitter und kriege jetzt einen Stream für Twitter. Also der ist ziemlich schnell, wesentlich schneller als so ein Web-Anwendung. Ist es halt klein geschrieben, keine Bilder, keine Oberfläche, wenn man will, ist es reine Kommandozeile, halt mit Perl. Das dauert jetzt einen Moment. Der Twitter-Prompt ist schon da. Jetzt braucht er nur noch, wenn das hier jetzt gleich dann heftig rot blinkt, dann hat er sich mit Twitter verbunden und holt dann was. Übrigens, der ganze Strom für das Gerät kommt da aus der Batterie. So, jetzt kann ich auch gleich schon mal zu dem nächsten Punkt. Nee, wir warten mal, bis er fertig ist. Bis er sich jetzt halt mal verbunden hat mit Twitter.